Moin Moin meine lieben YouTuberinnen und YouTuber, euer No Orange heißt euch herzlich willkommen zum Abonnentengewinnspiel. Ja, es ist etwas später, dunkel. Ich habe ja gesagt, Unboxings mache ich da nicht, weil da einfach die Qualität drunter leidet. Aber für ein Gewinnspiel, denke ich mal, ist es überhaupt kein Problem. Ihr seht hier einen Umschlag, ein pickepackevolles Ding. Da drin sind die Gewinne. Für den Gewinner, wer auch immer das sein wird, wird sich dann zeigen. Lol. Ja, es geht um die Champions League Trade Card Mappe, das komplette Starter Set. Ist hier drin. Dann das Sticker-Album, nagelneu, der WM 2014. Ohne Bilder natürlich. Wie gesagt, ist noch nagelneu von Panini. Also das Jahr, wo wir Weltmeister wurden. Und noch ein Special Magitex Deck mit über 50 Karten, davon über 20 Spiegelglanzkarten. Nagelneu verpackt aus der Saison 2010-2011, glaube ich. Also alles schon verpackt, wartet nur noch auf einen Gewinner. Wie spielen wir das aus? Naja. Ich mache hier mal Platz, ich zoome auch gleich ran, keine Sorge. Hier in meiner Werder-Glückstasse, letzte drei Male draus getrunken, dreimal hat Werder gewonnen. Ja, da sind die ganzen Lose drin, es sind 13 Stück und davon wird einer als Sieger hervorgehen. Wie lose ich das aus? Es gibt Spielkarten, hier, kennt ihr vielleicht auch von Magitex, so ähnlich mache ich das, indem ich zum Beispiel eine Losnummer ziehe, der kriegt dann diese Karte. Der nächste kriegt dann diese Karte, dann werden die gezählten Werte zusammengezählt und der mit dem höheren Wert kommt eine Runde weiter und der Verlierer scheidet aus. Es sind 13 Lose hier drin, das bedeutet eine ungerade Zahl. Das heißt, der letzte, der da drinnen bleibt, der ist automatisch eine Runde weiter, sozusagen als Freilos, kommt dann ins Viertelfinale. Alle anderen müssen erstmal gegeneinander spielen, das heißt, es sind also bei 12 vorhandenen Spielern noch 6 Partien. Die 6, die weiterkommen, sind die Gewinner. Plus das Freilos ist Nummer 7. Ihr seht, da fehlt einer. Und ein Lucky Loser. Also der mit der höchsten Karte von den Verlierern ist dann der Lucky Loser. Der kommt ebenfalls ins Viertelfinale. Also in der ersten Runde scheiden statt 8 nur 5 Leute aus. Und wer das sein wird, werden wir gleich sehen. Ich will mal gucken, dass wir hier das alles mal ein bisschen dichter ranzoomen. So kann man die Zahlen, denke ich mal, besser sehen. Und Karten kommen hier zurück, werden jetzt ordentlich durchgemischt. Und gleich nehme ich sie einfach von oben herab herunter. So. Einmal, zweimal. Ich lege die mal hier noch so ein bisschen hin, dass ihr auch wirklich seht, ich nehme die wirklich von oben herunter. Kriege ich hier nicht mal los raus. Na, komm mal. So, hier haben wir eins. So, hier haben wir los Nummer 2. Und wir haben folgende Partie. In der ersten Runde, beziehungsweise im Achtelfinale, tritt an. So, Sammelkarten Panini gegen... Bombastik, fantastik. Wir haben hier James Milner mit einem Gesamtwert von 70, 150, 230, 240, 245. Theo Walcott 80, 160, 220, 230, 231, 238. Man kann es natürlich auch anders spielen, indem man sich die einzelnen Wertkarten anguckt. 78 gegen 67 sind 11 Punkte Vorsprung. Da bleibt es bei 11 Punkten. Verliert 4 Punkte. James Milner kommt also weiter. Sammelkarten Panini wird zusammengepackt wieder. Lege ich mir schon mal zur Seite. Bombastik Fantastik ist noch nicht aus dem Rennen. Die Karte kommt daneben. Er könnte ja der Lucky Loser sein. Die Karte kommt erstmal weg. Und die nächsten beiden Karten von oben herab kommen hier runter. Und wir ziehen zwei neue Karten. So, da haben wir einmal Lasse Kramer. Und wen haben wir hier? Der unglaubliche Michael. Auch hier müssen wir ein bisschen höher ziehen, dass ihr das auch sehen könnt.
Da haben wir Gareth Barry, Alter, wir haben hier eine englische Ausspielung, gegen Ricardo Montolivi und den Deutschen El Tedesco. 80 gegen 74, 6 vor. 86, 76 sind 10, 16 vor. Und nochmal 5, klarer Erfolg. Der unglaubliche Michael ist eine Runde weiter. So, nun gucken wir uns die beiden schon mal vorhandenen Lucky Loser an, wer davon definitiv ausscheiden wird. Da haben wir also 67 gegen 74 sind 7 für Montolivio. Hier sind 9 für Walcott, das heißt 2 für Walcott vor. 86, 80 sind 8 Punkte für Walcott vor. Das heißt, Montolivio ist schon mal definitiv ausgeschieden. Die Karte kommt weg und Theo Walcott kann immer noch zu den Lucky Losern gehören. Nächste Partie, halt, da wollen wir erstmal die Karten. Oh, jetzt habe ich die eine schon umgedreht, aber was soll's. Die andere lassen wir natürlich noch zur Spannung. Mats Hummels. Wer kriegt Mats Hummels? Damals noch die Blonde, die Locke sozusagen, als ganz Jungspund noch unterwegs. Zocken mit dem Bruder. Brudis ist, oh, gerade scharf. Wartet mal. Da hat mich doch die Schärfe einigermaßen verlassen. Das wollen wir ja nicht. So, und da haben wir den nächsten Gegner. Oliver Hauser, wir haben hier Mats Hummels mit sehr ordentlichen Werten gegen ein deutsches Duell, André Schürrle. Und da sieht es ganz gut aus am Anfang für Mats Hummels, nämlich mit 83 gegen 62 hat er 21 Punkte Vorsprung, verliert aber hier schon 10 Punkte. Das heißt, er hat nur noch 11 Punkte Vorsprung. 11 plus die 67 sind 77, 78 gegen 79. Unfassbar! Ein Punkt. Oliver Hauser gewinnt tatsächlich mit einem Punkt Vorsprung dieses Ding noch. Unfassbar! Wer hätte das noch gedacht? Ich dachte nach dem ersten Wert 83, 62, das Ding ist gegessen. Aber Pustekuchen. Oliver Hauser wird wieder zusammengelegt. Ganz fein, weil er in der nächsten Runde ist. Und nun kommen wir wieder zum Lucky Loser Duell. So, und da wollen wir mal gucken, was haben wir hier? 67 zu 83, das sind 13, 16 Punkte besser. Hier ist er aber 15 Punkte schlechter, führt also noch mit einem Punkt und unterliegt aber dann deutlich im letzten Wert. Zocken mit den Brudis, scheidet damit aus. Und Bombastik, Fantastik ist immer noch in der Lucky Loser Runde. Okay, nächste Partie. Ach halt, ich muss ja wieder die Karten verteilen. Na, es sind 2. So. Den einen hatten wir jetzt hier schon. Wollen wir mal gucken, wer das ist. Oh, schon wieder nicht scharf gestellt. Das geht mir aber jetzt auf den Sack. Ah, jetzt kommt's. Melvin Labuda. Melvin Labuda, auch schon lange bei mir auf dem Kanal. Grüß dich, Melvin. Spielt gegen... Na, wen haben wir da? Sammelkarts, auch ein Oldschooler auf meinem Kanal, gegen Sammelkarts. Ja, dann wollen wir mal schauen, wer tritt da gegen wen an. Da haben wir von den Tschechen Thomas Hübschmann. Hübschen Kerl, der Thomas. Gegen Simon Kjær, dänischer Nationalspieler. So, das heißt, wir haben hier im ersten Duell 8 Punkte Vorsprung für Kjær. Im zweiten Duell verliert er, wie viele Punkte? 7 Punkte verliert er, ist also noch ein Punkt in Führung. Nein, und er verliert mit einem Punkt insgesamt. Unfassbar. Unfassbar. In der ersten Runde noch 76, 84 hat er 8 Punkte besser. In der zweiten Runde hat er 7 Punkte schlechter. Er gibt noch ein Plus von einem Punkt. Und hier verliert er um 2, das heißt um einen Punkt verloren. Sammelkarts. Melvin Labuda in der nächsten Runde. So, nun kommt es natürlich darauf an. Lucky Loser Duell. Unser erster Lucky Loser, ist er immer noch dabei? Das ist hier die Frage. Bombastik, Fantastik. So, erste Kutsche. Oh, erstes Ding geht ganz klar an Simon Kjær. Und zwar mit 14, 17 zu 0 führt er. Verliert hier aber schon wieder 11 Punkte. Das heißt, er führt nur noch mit 6 zu 0. Und im, ja, und Theo Walcott macht's mit dem Offensivpower. Bombastik, Fantastik kommt wieder eine Runde weiter. Eventuell. Sammelkart scheidet aus. Unglaublich, was für eine Lucky-Loser-Runde.
Haben wir noch Karten? Oh ja, oh ja, oh ja. Okay, da sind noch ein paar Karten, die ins Land gehen. Ist doch nur eine, ja. Okay, so. So. Wer tritt an? Luca Kutscher. Luca Kutscher auch schon lange dabei. Auch bei den Gewinnspielen immer eine ganz treue Seele. Ist, glaube ich, auch Werder-Fan. Glaube ich doch, Luca. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und Maurice Bach haben wir hier. Okay, Maurice tritt an mit folgender Karte. Ein Keeper. Den englischen Nationaltorhüter Joe Hart gegen Nikica Jelavic, kroatischer Nationalspieler. Geht natürlich los mit dem Defensivwert, den er ganz klar für sich entscheidet. Und zwar mit 18:0 führt er hier. 18:0 hier, dann verliert er, wie viele Punkte? 6, 7, 8. Da führt er nur noch mit 10:0. Oh, und der letzte Wert. Der letzte Wert bricht Joe Hart das Genick. Luca Kutscher eine Runde weiter. Jelavic sei Dank. Nun kommen wir zu einem englischen Duell, nämlich in der Trostrunde. Lucky Loser, Bombastic Fantastic mal wieder. Nun gucken wir mal an, hier liegt er wieder zurück und zwar mit 17:0. Hier holt er etwas auf. 17:0, 7 Punkte Differenz, 10:0 Rückstand noch für Theo Walcott und im letzten macht er wieder alles gut. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Maurice Bach scheidet leider aus und Bombastic Fantastic immer noch bei den Lucky Losern dabei. Unglaublich. Unglaublich. So, nun kommen wir. Was haben wir denn noch? Drei Stück haben wir noch. Ein Freilos. Mal sehen, wer das sein wird. Hier spielt schon mal Baum LP gegen. Gegen wen spielt er das letzte Duell aus? MPR Mark, auch zwei Jungs, die schon länger auf meinem Kanal sind. Na, komm mal wieder auf scharf, bitte. Kommt auf scharf. Oh Mann, warum zoomt er nicht? Ja, geht doch. Okay, ja, vielleicht durch die Dunkelheit hat er da echt Probleme. Einmal, wenn schon ein Torwart, dann Iker Garcias. Das ist natürlich ein Traumwert. Das wird schwer. Christian Maggio, durchschnittlicher Italiener, sag ich mal dazu. Ja, und das Thema ist ganz klar durch, da brauchen wir nicht mal rechnen. 90er, 90er gegen 270er Werte und einmal 8 besser. Christian Maggio, ganz klar, chancenlos. Ja, Iker Garcias, Baum LP in der nächsten Runde. Und nun haben wir das Duell der Lucky Loser und auch da sieht es natürlich super aus für Theo Walcott. Auch da braucht man nicht lange überlegen. 280er gegen den 270er Wert, 160er, 70er Wert, das ist ganz klar. MPR Mark scheidet aus und Theo Walcott ist definitiv damit, da nur noch ein Los drin ist. Yep. Unfassbar. Wie hat er am Anfang wohl gedacht? Ich weiß es ja nicht. Erste Runde dachte er vielleicht, erstes Spiel, er scheidet gleich aus und Pustekuchen. Er ist weitergekommen als Lucky Loser. Die ganzen Spiele gewonnen. Unfassbar. Also das ist echt Kino. Großes Kino nämlich. Und dann haben wir hier noch einen Lucky Loser. Den wollen wir uns natürlich auch angucken. Und das ist Carapaz Arbus. Carapaz Arbus, du bist eine Runde weiter. Ohne etwas zu tun, kommst du also ins Viertelfinale. So, hier haben wir jetzt unsere Tasse. Das sind jetzt die letzten 8 drinne. Wer schafft den Weg ins Halbfinale? Das ist hier die Frage. Wer tritt gegeneinander an? Wer wird es sein? Wir haben auf der einen Seite schon mal Baum LP. Oh, gegen Melvin Labuda im Viertelfinale, erste Partie. Und es gibt natürlich jetzt keinen Lucky Loser mehr. Gewinner kommt weiter, Verlierer scheitert aus. Rolando, Portugiese, stark mit 280er Werten. Gegen. Ja, gegen den besten Innenverteidiger Portugals, Pepe. Ganz klare Kiste, Baum LP. Schmettert sich hier richtig durch ins Viertel, ins Halbfinale. Melvin Labuda scheidet aus. Baum LP definitiv locker flockig eine Runde weiter im Halbfinale. Nun kommen wir zum zweiten Viertelfinalspiel. Ja, langsam wird es eng natürlich für alle. Ist ja ganz klar, wer will nicht gerne ins Halbfinale. Das haben wir jetzt hier ein. Na, komm her. Okay, wen haben wir hier?
Auf der einen Seite Oliver Hauser. Gegen wen muss er antreten? Gegen wen? Gegen Sammelkarten Panini. Ja, auch einer meiner Oldschool-Jungs. Dann wollen wir mal schauen. Sammelkarten Panini tritt an mit einem Iren. Richard Dunn, ein eisenharter Verteidiger. Gegen einen Mittelfeld-Virtuosen Konopianka. Und das könnte knapp werden. Wollen wir mal gucken? Dann führt hier mit 7 Punkte. Dann kommen nochmal 4 für Dunn dazu, sind 11. Oh! Bam! Ich glaube, es gibt ein Stechen, meine Herren. Wollen wir nochmal gucken. 7:0 nach dem ersten Duell. Plus 4 weitere Punkte sind 11. Und 11 verliert er. Unglaublich. Stechen. Nächste Karte. Entscheidet. Alessandro Matri. Gegen Florent Malouda. Oh, da muss man gucken. 10 Punkte für Matri. Verliert einen Punkt. Ist nur noch 9 Punkte vor. Oh ja, ganz klar, Oliver Hauser scheidet im Viertelfinale aus. Sammelkarten Panini tritt ein in die nächste Runde, oder besser gesagt, zieht ins Halbfinale ein. Nächste Viertelfinalpartie findet statt. Und das ist die vorletzte Partie im Viertelfinale. Und die Treffen. Wer haben wir denn? Haben wir denn hier? Wen haben wir denn hier? Oh, oh, oh. Der unglaubliche Michael tritt an gegen Luka Kucha. So, nun geht es weiter, meine Herren. Wollen wir mal schauen. Was haben wir hier? Alexandre Anjukov. Ein Ruski gegen einen Polska. Pavel Brocek. Und dann wollen wir mal schauen. Oh ja, Anjukov hier in erster Linie sehr, sehr stark. 16 Punkte schon vor. Hier kriegt er nochmal 5 Punkte. Das sind 21 Punkte Vorsprung. Das kann ja nicht mehr... Nein, das geht auch nicht mehr schief. Luka Kucha ist im Halbfinale. Der unglaubliche Michael scheidet dementsprechend also im Viertelfinale aus. Und nun kommen wir zum letzten Viertelfinale. Wer zieht ins Halbfinale ein? Letztes Duell. Da haben wir auf der einen Seite Carapaz Arbus gegen wen tritt er an? Gegen wen tritt er an? Ja, gegen den Bombastic Fantastic Lucky Loser. Das war natürlich der absolute Burner. Und er hat diesmal, einen Torhüter, einen ganz guten Torhüter, aber es ist ein Torhüter. Malefejev gegen den portugiesischen Nationalspieler Veloso. Und das ist eine klare Kiste für Veloso, da bin ich mir ziemlich sicher. Wollen wir mal schauen, hier führt er noch mit 5. Dann kommen nochmal 3 dazu, dann führt er also mit 8. Ja, und kriegt im letzten von Veloso richtig die Hucke voll. Bombastic, Fantastic, nun ist er wirklich sozusagen ausgeschieden. Hat sich extrem lange gehalten, wenn man überlegt, das ist jetzt die letzte Viertelfinalpartie, war in der ersten Achtelfinalpartie eigentlich schon draußen und hat sich dann durchgekämpft bis zum Ende fast. Ja, Halbfinale steht fest, 4 Lose bleiben also über. Die kommen in die Tüte hinein, in die Glühne. Und dann wollen wir gleich weitermachen, indem wir hier zum Halbfinale kommen. Da haben wir das erste Los. Und das zweite Los. Na, wen haben wir hier? Hier haben wir auf der einen Seite Baum LP. Tritt an gegen... Ja, Carapaz Arbus. Und nun geht es los. Carapaz Arbus tritt an mit Pavlyuchenko. Pavlyuchenko, auch ein extrem bombastischer Wert, wie ich hier sehe. Halleluja. Das wird schwer. Ja, und das Thema ist ganz eindeutig. Michael Lustig, auch natürlich sehr bekannt, hat aber keine Chance. Fängt Bombe an, 12 Punkte Vorsprung. Verliert diese Punkte aber dann in den nächsten beiden Runden eindeutig. Die 12 Punkte sind dann schon weg. Ja, und das heißt, Carapaz Arbus tritt ins Finale ein. Finaleinzug, definitiv, Baum LP scheidet aus, Karten kommen weg. Wir haben jetzt noch 2 Karten. Das heißt, fürs Finale werden alle Karten gleich nochmal neu gemischt. So, zack, verteilt, nichts mehr drin. Ist ja, was zeige ich dir an, bin ich doof, bleibt ja auch nicht anders übrig.
Da haben wir einmal Luca Kutscher. Luca Kutscher. Auch schon lange dabei. Auch bei vielen Gewinnspielen, glaube ich, schon immer sehr, sehr stark gewesen. Ich weiß es aber nicht genau. Sammelkarten Panini auf der anderen Seite. Wer tritt ins Finale ein? Das ist jetzt hier die Frage. Da haben wir Schofkowski. Das ist kein guter Wert normalerweise. Ja, das ist eben die Torhüter-Problematik gegen Andreas Granqvist. Und dann sieht man das. Das sieht gut aus. Luca Kutscher, das sieht gut aus. Ich hätte es ja nicht gedacht, aber es ist eindeutig. Der gewinnt jeden Einzelwert. Das ist ja unfassbar. Er gewinnt in jedem Einzelwert. Luca Kutscher ist damit im Finale gegen, ja, Carabas. Carabas Arbus. So war das. Die beiden kommen hier wieder rein. Jetzt sind beide hier drin. Ich habe keine Karten mehr übrig. So. Das heißt, diese Karten werden jetzt neu gemischt. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Sechsmal. Siebenmal. Ups. Achtmal. Neunmal. Zehnmal. So, wir werden jetzt noch. Hier ist es ja eindeutig. Da sind die ganzen Karten. Eine dieser Karten kommt natürlich hier hin. Das ist jetzt das Finale. Eine Karte kommt dorthin. Wir ziehen jetzt das erste los. Dann müsste ja eindeutig. Was haben wir hier gemacht? Wir machen das lieber. Wir machen das jetzt aber nochmal. Soll ja nicht heißen, dass hier irgendwas mit unrechten Dingen zu tun ist. So. Ja, mein Zoom ist schlimm. Luca Kutscher ist auf der rechten Seite. Auf der linken Seite ist dann logischerweise Carapaz Arbus. Wollen wir nochmal schauen? Ja. So. Jetzt wird scharf gestellt. Karte Nummer 1. Es ist Malifejev. Es ist Malifejev. Oh, 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 oh. Gegen wen? Gegen wen? Das ist hier die Frage. Es ist Granqvist. Es ist Granqvist. Und damit dürfte das klar sein. Wir schauen. 3 Punkte für Malifejev. Plus, oh ja, oh ja, oh ja. Das reicht locker flockig bis nach, oh, ganz eindeutig. 13:0 das Finale für Arbus. Damit herzlichen Glückwunsch an Carapaz. Denk dran, ich mail dich an, beziehungsweise ich brauche natürlich deine dementsprechende Adresse, um dir den Gewinn zuzuschicken. Du hast jetzt diese Woche Zeit, dich zu melden. Wenn du das nicht tust, werde ich natürlich den zweitplatzierten Luca Kutscher anschreiben in der darauffolgenden Woche. Und wenn der sich auch dann nicht meldet, dann ist dieser Gewinn, was ich mir nicht vorstellen kann, bei dem Set, was da zu gewinnen gibt, wird sich jeder natürlich melden, hinfällig. Und dann wird dieser gesamte Gewinn meinetwegen nochmal verlost. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert. Also, Carapaz, melde dich. Ich melde mich auf alle Fälle auch bei dir nochmal, dass du Bescheid weißt. Und Luca, sei bereit, falls in dieser Woche, in den nächsten 7 Tagen nichts passiert. Wie gesagt, dann geht es andersherum. Okay, das war's. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Auch allen, die verloren haben, wünsche ich beim nächsten Mal einfach mehr Glück. Das gehört da auch zu. Ihr seht, es ist gar nicht so unmöglich, bei 13 Teilnehmern einen richtig geilen Gewinn auch abzugreifen. Und von daher, mein nächstes Gewinnspiel wird natürlich kommen. Es kommt auch nochmal, denke ich mal, bei 150 Abonnenten ein Special. Da machen wir mal richtig wieder die, lassen wir die Kacke mal richtig an Dampfen rausballern, was wir an Karten noch haben. Eine richtig große Kiste. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem, wie gesagt, auch wenn ihr verloren habt, Spaß. Euer No Orange sagt ciao, tschüss und goodbye.